Okay, damit kann ich dann noch mal einen Eichensetzling abfarmen. Ich kann nicht mehr schwimmen. Wie, du kannst nicht mehr schwimmen? Ich habe kein Essen mitgenommen, weil ich dumm bin. Und ich habe nur noch 3 Hungerkeulen. Das heißt, ich kann nicht mehr schwimmen. Oh. Jetzt bin ich mega langsam im Wasser. Oh. Und voll weit von dir weg. Oh. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurück so langsam zu sein. No. Stimmt, ich wollte einen Bogen craften, ne? Dafür habe ich aber keine Spinnenfäden mehr jetzt. Aber da hinten war eben noch eine Spinne als Symbol. Ich meine, ich hatte sie gesehen. Kann natürlich auch mittlerweile ertrunken sein. Ne, kein Symbol mehr. LOL, really? Was? Sekunde, ich will das kurz überprüfen, bevor ich jetzt Mist laber. Wo stand das? Es ist tatsächlich so. Ich habe einen Mikro-Dschungel mitten in einer Wüste gefunden. Okay. Und ich meine wirklich Mikro-Dschungel. Ein Baum. Nicht Mini, sondern Mikro. Nein, es sind tatsächlich 3, aber die Menge an grüner Fläche ist lächerlich. Okay. Das Teil ist so dumm, dass es schon wieder cool ist. So. Ein Bucket für unser Feld. Eins, zwei, drei, vier. Dahin. Da kommt Wasser. Ich könnte Fische boxen für Essen. Hm? Hier sind Fische. Kannst du? Wasser. Zweimal Wasser. Jetzt einmal mit nach hoch. Habe ich sie denn? Habe ich überhaupt eine? Nein? Mache ich noch mal eine.
mein Gott, ich habe tatsächlich was gefunden. Was hast du gefunden? Ich habe einen Unterwassertempel gefunden. Okay. Das werde ich nicht überleben, aber ich gehe da jetzt trotzdem hin, um die Koordinaten zu holen. Kasu? Ja? Kannst du dich mal kurz ready machen, die aufzuschreiben? Ja. Ich weiß nämlich nicht, wenn ich da bin, ob ich genug Zeit habe, um sie zu tippen, weil ich habe 2 Herzen und ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie viel Schaden die Biester machen. Mach's doch nur als ungefähr und schreib dir auf, wo du jetzt gerade bist. Kannst du es eben aufschreiben? Ja. Minus 189. Ja. 706. Bitte. Riesen Wassertempel. Okay. Actually, scheiß drauf. Du gehst doch da jetzt nicht rein. Es geht deutlich schneller, mich von den Viechern eben killen zu lassen und dann wieder bei dir zu spawnen, als jetzt ewig nach Hause zu schwimmen. Okay, solange du nichts im Inventar hast, ist das doch tutti. Okay, die Viecher machen tatsächlich keinen Schaden. Egal, so geht's auch. Und ich hatte nichts Wichtiges, ich hatte ein bisschen Samenzeug, aber okay. Zeug, was ich hier eh vorher schon angepflanzt hatte, von daher. Alles gut. Was ist das schon wieder und wo kommt es her? Was? Das Lied. Weiß ich nicht. Oh, das war eine Wooden Pickaxe. Die halten aber verdammt lange. Nicht. Ja, aber Hoes halten allgemein irgendwie immer nur super kurz. Ja, ich hab nicht mal ein Bett hier oben. Ich bin im Bett. Ich habe kein Bett. Das war verdammt knapp gerade. Das heißt, du versuchst gerade ins Bett zu gehen? Ja. Okay. Ich habe mich gerade basically meinen Felsen runtergestürzt und bin nur um Haaresbreite, wie gewünscht, in dem Wasser und nicht auf dem Block daneben gelandet. Okay. Du hast Eisen, oder? Ich hab ein bisschen Eisen, aber ich mach... Kannst du mir 2 Ingots geben? Wofür? Eine Schere. Haben wir noch? Haben wir eine Schere? Ich glaube, wir haben eine Schere. Oder hatten wir keine Schere? Soweit ich weiß, hatten wir keine Schere, aber ich brauche bitte eine Schere. Du bekommst eine Schere. Du hast auch was davon. Gib. Bitte. Thanks. Weißt du, was ich damit vorhab? Was denn? Seegras holen. Okay. Weißt du, was ich da mit dem Seegras mache? Nein. Schildkröten züchten. Weißt du, warum? Nein. Schildkrötenbabys, wenn sie erwachsen werden, droppen Schildkrötenpanzer. Ja. Die wachsen quasi einmal aus ihrem Panzer raus und droppen den dann halt. Ja. Und daraus kann man sich einen Helm basteln. Ja. Delfin, hör auf, mit meinem Seegras zu spielen. Und mit diesem Helm hat man Atmung unter Wasser. Ja. Also, man kann nicht unter Wasser atmen, man kann nicht ewig unter Wasser bleiben, aber man hat quasi den Effekt,
wie von der Verzauberung Atmung. Fug. Also, dass man halt deutlich länger die Luft anhalten kann unter Wasser. 2 hoch war gegen Enderman, ne? Was? Endervieh, wo bist du? Hä, wovon redest du? Was für 2 hoch? Ich war bin hier gerade ein Enderman am versuchen anzulocken nach hier. Der war nämlich hier gerade sich wie wild am rumteleportieren und nervend. Da ist er. Na komm, komm her. Du blödes Vieh. Sag mal, hast du seit dem letzten Mal irgendwas an deinen Soundeinstellungen geändert? Nein. Warum? Weil ich dein Spiel sehr viel deutlicher höre als letztes Mal. Normalerweise habe ich nichts geändert, nein. Können wir nach der Aufnahme drüber gucken? Gerne. Ich brauche eine 2. Schildkröte. Wo sind die alle? Kasu? Ja? Wir haben ein kleines Problem. Das da wäre? Mein Headset hat gerade Tut-Tut gemacht. Das heißt, du bist gleich out of Akku? Es hält noch ein bisschen, aber eventuell sollten wir so langsam ein Folgenende anpeilen, damit ich mein Headset aufladen kann. Ich würde empfehlen, dann auch gleichzeitig damit die Aufnahmepause zu verbinden. Ja. Und ich kann dir auch noch etwas stecken. Nämlich, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Bis zu dem folgenden Ende. Okay. Wo sind die Schildkröten alle hin? Warum habe ich nur noch eine? So. Und jetzt nochmal ein bisschen was Feld machen. Damit das zumindest für die nächste Aufnahme dann schon mal reifen kann. Ich habe nicht besonders viele Seeds hier. Ah, ich habe noch eine. So hält. Was ist los? Mach mal kurz ein 2x2x2 Loch in den Sand. 2x2x2? Oder meinst du ein 2x2x2x2 Loch? Das ist ein 2x2 Loch. Ja, eins tiefer. Also ein 2x2x2 Loch. Hab ich doch gesagt. Ich bin selber reingefallen. Komm. Na komm. Hildi ist ziemlich langsam auf Sand. Geht das etwas schneller? So, die bleibt da nicht auf ewig drin, aber die bleibt da jetzt drin, bis ich eine 2. Schildkröte gefunden habe. Okay.
Und falls du Damage gekriegt hast, hier ist ein Seetang. Wo sind meine ganzen Schildkröten alle hin? Da hinten sind zwei Schildkröten. Aber zwei. Na gut, besser als nix. Du und du macht Eier. Bitte. Parrots and the Bats. Ich fand's schöner als das noch The Flowers and the Bees hieß. Okay. Ja, das ist halt die... das Achievement, dass du das erste Mal zwei Tiere gepaart hast. Und das hieß eigentlich mal oder heißt in irgendeiner Englisch-Variante The Flowers and the Bees, also quasi Bienchen und Blümchen. Ah. Und das fand ich halt irgendwie ganz niedlich. Und jetzt, zumindest in dieser Sprachvariante, heißt es aber halt The Parrots and the Bats. Und das finde ich ein bisschen doof, weil das ist halt so... zusammenhangslos. Okay. Komm mal her, komm her, komm her, komm her. Schnell, 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 schnell. Ich? Komm, komm. Ja, jetzt. Komm. Die wartet nicht. Ich höre die. Hi. Gräbt jetzt ein Loch und dann legt sie ihre Eier. Gräbt ein Loch. Ja, sie ist noch nicht ganz glücklich mit ihrem Platz, aber ansonsten ja. Na komm. Da! Besser? Aber jetzt habe ich sie verwirrt. Sie weiß es noch nicht, glaube ich. Aber sie hat doch schon gebuddelt. Leg dein Ei doch ab. Vielleicht mal ein bisschen was Chim? Nee, lass sie. Ja, dass sie nochmal neu sucht, vielleicht. Einfach. Bist du verbuggt? Mach nochmal die Blöcke weg, die du gerade gesetzt hast. Vielleicht ist sie jetzt noch mal auf dem Weg. Siehst du? Da. Plopp. Süß. Aber Kasu, ganz wichtig, ja. Nicht drauftreten. Nicht drauftreten? Nicht drauftreten. Okay. Bring mir mal Holz oder so, bitte. Erde? Jetzt. Ja, geht auch. Irgendwas, was nicht fällt. Ja. Weil Zombies treten mit Absicht auf Schildkröten-Eier. Okay. Wie viel Folge haben wir denn noch übrig? Also eigentlich sind wir seit 3 Minuten überfällig. Okay, das ist ein Problem. Das heißt? Ich werde mich jetzt mit diesem Ei einbauen und ausloggen. Und dann? Und dann können wir das in der nächsten Folge ausbrüten. Oder ich brüte es halt offline aus, aber dann kriegen wir das Schlüpfen nicht mit. Okay. Das heißt, Schlafen ist jetzt auch keine Option mehr? Tatsächlich ist Schlafen keine Option, weil die in der Nacht schneller brüten als am Tag. Okay.
Deswegen wäre es halt eine Möglichkeit, dass wir sagen, ich brüte das Ei offline aus. Ich würde sagen, wir loggen uns einfach aus und alles ist gut. Und dann sagen wir... Shit, hier sind viele Mobs gerade. Ich mache die Tür zu. Sage, das soll es für die Aufnahme mal wieder gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.